Und dann sieht man aber auch, wer den leichten Mech steuern kann und wer nicht. Ich meine, Abyss, ich meine, Entschuldigung, Abyss, aber man sieht bei dir, dass du Heavy Mech steuerst. Ja. Du gehst toll. Drauf, du stellst dich hin und versuchst drauf zu halten und Schaden zu machen. Das geht aber mit dem leichten Mech nicht. So, da haben wir hier Cyrus, Griswold, Harrison, mein Gott, ich sag wieder CGW, das reicht. Gegen... den Fragmaster. So. Die Unit-Name gefällt mir jetzt schon. Okay. Bitte? Die Unit-Kürzung gefällt mir jetzt schon. Lokal. War das nicht Loki? Nee, Lokal war das, glaube ich. Das ist in der Tat Lokal. Dann gefällt sie nicht mehr. Dann gefällt sie nicht mehr. Loki war nämlich schon besetzt. Also. Und 5-5D leider auch. Die Kill and Drink-Jungs gucken alle zu. Ja, ist das schön. Wunderbar. Super. Die können auch alle gerne hier in den Chat kommen und so. Ich finde das gut. Wir hatten letztes Mal, was hatten wir? 25 User? Hochzeiten, ne? 25 User auf Twitch. Hier sind wir nur 13 auf Twitch, oder? Wie viel habe ich denn insgesamt? Könnt ihr das sehen? Ich habe 8 und 13, ist das richtig? Na, 13 sehe ich auf Twitch. 13, ne? Eben, unter Fitbox ist nur einer. Das wird wahrscheinlich ich. Aber es wird schon gut Werbung für dich gemacht und das Zuschauen. Hat Freitagabend sind die meisten unterwegs. Ich wollte gerade sagen, Freitagabend sind viele unterwegs, aber ich glaube, das ist so eine Sache, da nimmt man sich Zeit für, weißt du? Ja. Wenn das mal publik wird, dass Leute, dass hier einer ist, der sagt, oh, ich mache hier Turniere und ihr könnt jedes Mal was gewinnen, dann nimmt man sich da auch Zeit für. Und das ist ja auch nicht jedes Wochenende, sondern das ist halt, ich habe das mal geschrieben, so wie ich halt kann, weil ich ja selber auch im Schichtdienst arbeite und ich muss auch am Wochenende arbeiten und auch spät und nachts arbeiten. Ich bin jetzt auch aus der Nachtschicht gekommen, das heißt, ich hatte bis heute Morgen noch gearbeitet, hab dann eben schnell noch geschlafen bis heute Nachmittag und der Abend steht die Friday Fight Night, ne? So, die zwei haben sich gefunden. Bitte? Ist auch nicht einfach. Ist auch nicht einfach, ne. Aber ich mach's aus Spaß an der Freude, ganz ehrlich, weil ich finde, dieses Spiel wird viel zu wenig supportet. Es gibt zwar einige Streamer. Die ist total toll. Ich finde es auch, ja. Dankeschön für den Einsatz. Ja. So, was haben wir hier? Der Fragmaster muss schon böse einstecken, obwohl die geben sich beide nicht viel. Heat level critical. Wobei Fragmaster das rechte Bein mehr kaputt hat. Ja, dann schaltet nicht auf. Jetzt. Schaltet der nicht auf? Schauen wir mal. Mal schauen, ob es in den Overheat gehen, einer von denen. Und die zwei suchen sich. Fuel at 25%. Aber hier sieht man auch, ne, die zwei rennen nicht wirklich weg, sondern die bleiben wirklich hier in der Nähe und versuchen sich gegenseitig auch im Target zu halten, ne? Was auch enorm wichtig ist, weil wenn du hier 1 gegen 1 spielst, wenn weg, dann weg, ne? Du verlierst da wirklich hier jeglichen Kontakt. Das ist ja nicht wie in Gruppenspielen, ja? Wo einer dann zusätzlich noch dasteht und vielleicht einen Kontakt auf der Karte aufrecht hält, ja? So, da hat der Fragmaster schon ordentlich gekriegt hier. Der kassiert gerade, da ist das rechte Bein schon, Panzerung weg. Da sieht man auch, wie schwer das Zielen ist bei der Geschwindigkeit, ne? Das ist, ja, die laufen ja auch ordentlich, ne? Ich meine, die laufen mit 138,8, das muss man sich mal reinziehen, ja? Das ist schon... Was bei dem Mech dazu kommt, dass er halt keine Armatur vorne hat, das heißt, du kannst nicht links und rechts noch extra schneller bewegen. Ja, richtig, ja. Was, man kann den wegen den Armen schneller, wegen nicht vorhandenen Armen schneller bewegen, ist das richtig? Du hast im Arm, dass du noch links und rechts die Arme noch bewegen kannst. Das hat der nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger noch da zu zielen. Achso, ja, du kannst natürlich nur nach oben und nach unten. Das ist richtig. Ich mach das aber grundsätzlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war, hat der Cyrus den Fragmaster auseinandergenommen. Schön, nur die Beine weggesenzt. So wie es sich eigentlich gehört. Macht man ja in Solaris, macht man das ja nicht, ne? Solaris ist das ja eine Unart. Ja, eigentlich. Aber wir sind ja hier nicht bei Solaris. So, 1-0 für CGW.